Hallo und herzlich willkommen. Heute kümmere ich mich mal um die Schäden vom letzten Jahr. Die Saison startet ja bald. Ersten Touren habe ich schon gemacht. Beim Oberhessen Mopedreit ist mir hier der Halter vom vorderen Schutzblech abgebrochen. Ja, professionell gepflegt mit Kabelbinder, hat für die Ausfahrt gereicht. Aber naja, ist halt nichts auf Dauer. Ich hatte noch ein paar andere Gabelrohre, die ich neu habe verchromen lassen. Die Gabelhülsen habe ich mir diesmal selber angefertigt, weil die verstärkten Nachbarhülsen hier zum Verrecken einfach nicht drüber wollten, weil das halt ja, stark verkupfert, stark verchromt, ist halt ein bisschen dicker als normal. Ja, die hätte ich natürlich jetzt ausdrehen können, aber ich brauche eh noch welche. Also nehmen wir die. Schauen wir mal, ob das so funktioniert auf Dauer, wie ich mir das gedacht habe. Die sind auch wieder bei der Shopper Dax aus Pom gedreht, allerdings aus weißen. Das hat sich irgendwie beim Drehen ein bisschen anders angefühlt, aber naja, schauen wir mal. Okay, die ist auch schon ein bisschen trocken. Gut, dass wir hier mal rangehen.
Ja, bei den Dachsfedern sieht man, dass die sind etwas anders sind die nicht, aber die haben hier noch so eine Gummischutzhülle drüber. Ich vermute, weil die länger sind und ja, vielleicht haben die im Gabelrohr geklappert. Habe ich bis jetzt nur bei Dachsen gesehen. So, die Gabelrohre, also bei dem Gabelrohr schmeiße ich den Halter wieder an und ja, dann werden die auch nochmal neu verchromt und sind fürs nächste Projekt zu gebrauchen. Oh, ja, Hier sehe ich gerade, dass der hier ist so ein, ich nenne es mal Simmerring, aber das ist eigentlich keiner, so ein Gummiring drin. Der ist hier allerdings ne, im Allerwertesten. Puh, ob ich da noch einen habe, ich schau mal. So, wie ich vermutet habe, habe ich tatsächlich keinen. Ich habe den jetzt mal wieder ein bisschen zurecht gebogen. Und ja, muss jetzt erstmal für diese Saison reichen. Hat ja auch nicht viel zu tun, das Ding. Ist ja kein Öl drin, ist ja nur Fett. Thank you.
So. Hier auf die Nase muss man immer darauf achten, die zeigt nach innen. Da habe ich, glaube ich, zu dick erwischt. So.
Die Gewinde schmiere ich immer gerne ein bisschen mit ein. Dann gammeln die nicht fest. Die Seite ging etwas stramm rein, aber besser zu stramm als zu locker. So, Schutzblech.
jetzt aber. So. Wenn ich die jetzt noch da durchgezogen hätte, das wäre toll gewesen. So, machen wir dann anders, nämlich so. Hup. So, damit ist die DAX für diese Saison einsatzbereit und ja, für mehrere hundert oder tausend Kilometer für diese Saison gut. Ja, ich sag mal, als nächstes kommt die Finnland dran. Da habe ich ja beim, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube beim Hötztaler Moped Marathon mir die hintere Bremse heiß gebremst. Dass der originale Lack da eine andere Farbe bekommen hat. Ja, da habe ich eine neue Bremstrommel besorgt. Die, ja, die werde ich da mal verbauen. Die Kupplung muss noch gemacht werden. Die hat auch bei den ganzen Moped-Marathons gelitten. Ja, eventuell machen wir noch den hinteren Reifen da vorne. Ja, gucken wir mal. Ich sag mal, bis dann. Ciao.